guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz bei den Iserlohn Roosters im Anschluss an die Partie gegen die Thomas Sauer Eisteigers aus Nürnberg. Ganz besonders begrüße ich beide Trainer, zu meiner Rechten Andreas Brockmann aus Nürnberg und zu meiner Linken Dag Mesen und Herr Roosters. Und ich darf zunächst unseren Gast um ein Statement bitten. Ja, guten Abend. Zum Spiel muss ich sagen, erste Drittel, glaube ich, wir haben sehr gut angefangen, war sehr diszipliniert. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich zurzeit der beste Torwart der Legacy in der Liga hat es verhindert. Und im zweiten Drittel ist alles ein bisschen gegen uns gelaufen. Das erste Tor in Unterzahl, das sollte normal nicht passieren, war nicht der platzierter Schuss. Aber so ist es. Wir haben den Momentum und zurzeit nicht auf unserer Seite. Dann muss ich sagen, wie von Dusan Frosch die Matchstrafe, absoluter Witz, weil was soll er machen? Der Kopitz dreht sich zu ihm hin und hat den Kopf drunten. Das ist keine Matchstrafe. Tut mir leid. Wenn ich rot, dann kann ich vielleicht der Spieler mit Verletzung, aber das war keine Absicht oder nichts. Das ist eine Matchstrafe. Das sind vier Spiele. Das glaube ich, das war dann eben, haben wir dann das 3-0 bekommen. Aber im letzten Drittel, glaube ich, haben wir sehr viel Charakter gezeigt, sind hinkommen zum 3-3. Stefan Issen hat sich ja sehr gut gehalten, aber man sieht halt, wenn man Wolf einmal aus den Augen lassen, der erste Schuss hat er noch gehalten, der zweite Schuss war ein Nachschuss. Und wir haben eigentlich kurz vorher eigentlich noch gute Chance auf unserer Seite gehabt, wo wir vielleicht in Führung gehen können, aber so ist es im Sport. Iserlohn hat einen wichtigen Zeitpunkt die Tore geschossen und deswegen haben sie gewonnen. Danke. Vielen Dank an die Brockmann. Gibt es Fragen an den Trainer aus Nürnberg? Dann darf ich da kurz als Herr betreten. Guten Abend zusammen. So habe ich die erste Drittel auch gesehen. Es war 20 Minuten mit beiden Mannschaften sehr diszipliniert. Es hat wenig freie Eis gegeben. Beide Mannschaften haben sehr defensiv gespielt, wenig Torchancen weggegeben. Außer zwei von Nürnberg. Manny hat zwei sehr gute Rettungen gemacht in die erste Drittel. Die 0-0 zu behalten. In die Pause habe ich die Jungs gesagt, wir müssen für mehr Chaos sorgen. Wir spielen zu methodisch. Das ist ein 100-Euro-Busse. Wir müssen für mehr Chaos sorgen in der zweiten Drittel. Das war zu langsam, zu methodisch für mich. Und die Disziplin von der Mannschaft aus Nürnberg ist optimal. Und wenn man spielt gegen Nürnberg, man muss sorgen für Chaos. Und das haben wir eigentlich in der zweiten Drittel mehr gemacht. Wir haben harder gearbeitet, aber wir haben für Chaos gesorgt. Scheibe viel zum Tor gebracht, mehr Druck zum Tor. Und dann haben wir Glück an unsere Zeit gehabt, mit 3-0 geführt. Für 8 Minuten, die ersten 7, 8 Minuten in die dritte Drittel, haben wir genug Chancen gehabt, um die 4-0 zu schießen, aber das ist leider nicht passiert. Und langsam an ist Nürnberg wieder ins Spiel gekommen, sicher nach den 3-1, dann haben wir einen so katastrophalen Fehler gemacht mit den 3-2 und 3-3. Und, aber für mich, was mir gefreut hat heute Abend, ist, dass auch nach den 3-3, dass die Jungs dann wieder die Momentum zurückgeholt haben und sie sind weitergegangen. Und das haben wir die letzte Zeit hier zu Hause gegen Augsburg nicht gesehen. Das war heute Abend der Fall. Michael Wolf hat die Siegtor geschossen, wie Michael Wolf das kann. Und die Jungs haben sich durchgekämpft und die 5. Tor geschossen. Aber für 55 Minuten bin ich sehr zufrieden mit der Leistung von den Jungs. Die haben sehr gut gespielt und für die erste Mal in einer langen Zeit ist die Eishockey-Gott. Hat ein bisschen an unsere Seite gespielt heute. Dankeschön. Vielen Dank, Dag Besen. Fragen an Coach der Roosters? Ja, nochmal offiziell die Frage, was mit Lasse Kopitz ist. Er wurde ja dann im letzten Drittel ins Krankenhaus abtransportiert. Ja. Frage an Lasse Kopitz. Ja, eine richtige Diagnose habe ich natürlich nicht. Er ist jetzt im Krankenhaus. Sie haben die Necke festgesetzt und sie haben ihn getransportiert zum Krankenhaus. Wir müssen abwarten, wie das geht. Er hat wenig oder keine Schmerzen gehabt. Aber das ist eigentlich keine Zeichen. Wir müssen abwarten und gucken, wie das geht. Wir können nichts sagen. Noch Fragen? Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Habe noch die Resultate von den anderen Spielen, soweit sie uns vorliegen. München, Düsseldorf 6-1, Krefeld, Ingolstadt 5-1, Hannover, Hamburg 5-0 und Straubing, Augsburg 4-1.
Eisbären Berlin, Wolfsburg nach dem zweiten Drittel 4:3 und Adler Mannheim, Kölner Haie. Nach Penalty 5:4 für Mannheim. Nach Penalty schießt 5:4 für Mannheim. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, schönen Freitagabend. Unser nächstes Heimspiel ist am Freitag, den 28. Januar, hier in der Eissporthalle am Saaler See gegen die Eisbären Berlin. Erstes Bulli 19:30 Uhr, unseren Gästen aus Nürnberg. Angenehme Heimreise, alles Gute. Tschüss.